und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme, beziehungsweise der ersten Aufnahme auf diesem Kanal. Ja, heute möchte ich euch gerne beibringen, wie ihr einen eigenen Kistenlistener erstellt. Dazu habe ich ein Grundprojekt gemacht, weil ich möchte gerne heute nur diesen Kistenlistener vorstellen und nicht, ob wir jetzt ein Tutorial machen, wie macht man das oder wie fängt man an generell, sondern ich möchte einfach wirklich nur auf eine Sache immer explizit eingehen, weil wirklich Shortbyte, Lonspons, Jovobis, alle möglichen Leute, die haben wirklich schon Tutorials bezüglich diesen Grundkurs gemacht. Und ich möchte einfach nur darauf aufbauen, indem ich einzelne Sachen beibringe oder mal in tiefere Themen eingreife, wie zum Beispiel, wie detectet man Hacker oder sowas, ne? Und ja, deswegen habe ich hier schon ein Grundprojekt erstellt, was jeder dann so kennen wird. Vielleicht sieht es ein bisschen anders aus als bei euch, aber es sollte in dem Bereich sein, dass man es erkennt. Also wenn ihr es kennt, hier haben wir den Online-Name-Teil, hier ist meine Instanz, die wir später brauchen werden. Hier sind die Utils, hier habe ich schon mal den Kistenlistener registriert, wo später unsere Kistenabfrage reinkommt. Und hier ist der Kistenlistener. So, und das ist eigentlich alles, was man zurzeit Vision braucht, mehr nämlich nicht. Und ja, wir fangen jetzt halt an mit diesem Dingens. Ich werde das Ganze dann auch nochmal gleich auf einem Testserver testen. Und ja, dann beginnen wir mal jetzt. So, als erstes machen wir uns eine Liste hier vorne in unserer Utils. Dazu mache ich einfach hier Public Static List. Mit einem Item Stack drinne. Die nennen wir jetzt einfach mal Get Items. Und dann machen wir dahinter ein int und dann Anzahl. So. Anzahl. So. Jetzt werden sich die ersten fragen, warum jetzt genau zum Teufel eine Liste mit einem Item-Stack und wozu die Anzahl? Okay, fangen wir an. Wir werden hier gleich eine Liste return. Ich mache jetzt erstmal return 0, dann ist zumindest schon mal der Fehler weg. Genau. Wir machen uns hier einfach eine Liste. Ist Item Stack Items gleich New Array List Item Stack. So, und in diese Liste packen wir Item Stacks. Die können wir jetzt Array List. Genau. In diese Array List packen wir Item Stacks. Und die Anzahl haben wir so, damit wir vielleicht, wenn gegebenenfalls ein Item mehrfach reingepackt werden kann, damit der gewisse Anzahl reingepackt wird. Das wird sich aber auch gleich auch klären, wenn wir in diesem Kistenlistener sind und diese Randoms da reingebaut werden, weil es ja auch random gesteuert wird. Als erstes machen wir Items und machen da Add New Item Stack Material, sagen wir jetzt mal als Material nehmen wir Apple. Und weil der Apple ja auch so mehr sein kann, können wir jetzt hier auch Anzahl reinpacken, ne? Wenn wir jetzt ein Rüstungsteil haben, nehmen wir zum Beispiel, setzen wir es auf 1, ne? Oder nehmen das ganz raus, also brauchen wir hier nämlich diesen Teil nicht. Dann machen wir jetzt zum Beispiel von Leather Chest, Leather Boots. Da geht das so. Und, ja. Da machen wir es einfach nur mal so ein bisschen Kopiererei und fügen das Ganze hier ein. Das Ganze wird gleich interessant sein in unserem Listener sozusagen. Leggings. Hemd. Dann machen wir hier nochmal eine Iron Chestplate, Iron und eine Gold Chestplate. So, und um diese Anzahl hier vorne nochmal zu erhöhen, machen wir mal Gold Ingot und Iron Ingot. So, wenn jetzt sagst, irgendwas soll immer nur in einer bestimmten Anzahl kommen, da ist die Anzahl total irrelevant. Dann könnt ihr ja hier zum Beispiel jetzt sagen, jetzt Iron Ingot ist ja seltener. So, dann mache ich, sage ich jetzt, okay, oder ich sage jetzt, Äpfel, die können sind so häufig, da kann ich mal 2 machen. Und Iron Ingots, sage ich, sind so selten, oh, da gebe ich immer nur einen raus, ne? Und so können die das Ganze dann einstellen. So, und als Return machen wir jetzt Items, weil wir sonst nur da erhalten würden. So, und damit haben wir jetzt schon mal unsere Liste fertig mit den Items. Hier könnt ihr jetzt einfach immer mehr Sachen hinzufügen. Neue Item-Stacks, eine Anzahl dafür, relativ simpel sozusagen. So, und dazu gehen wir dann jetzt in den Kistenlistener und da geht's weiter. Hier haben wir ja schon Implements Listener drin, wie es jeder hat. Dann machen wir unter dem Event Handler, machen wir uns einmal das Interact Event, genau, Player Interact Event, wie ihr es auch kennt. Und da packen wir auch schon unseren Player rein, also Player P gleich ePointGetPlayer. So.
sind wir jetzt an diesem Punkt angekommen, wo es ein Ticken schwieriger wird. Public Void und dann kommt noch On. Entschuldigung. Also ich mache es immer mit On. Ihr könnt überall On nehmen, sofern ihr nicht das Event doppelt habt. Habt ihr ein Event doppelt in einer Klasse, müsst ihr den Namen hier vorändern. Also On könnt ihr dann zum Beispiel On 2 oder sowas. Relativ simpel. So, jetzt machen wir uns einmal hier eine Liste, eine Hashmap. Und dazu machen wir einmal Location und Inventar. Inventory. Und die nennen wir jetzt einfach Chests. Gleich New Hashmap. Location. Inventory. So, jetzt fragt euch ja, warum brauchen wir jetzt eine Hashmap mit den Location, Chests und Inventory? Relativ simpel. Wenn wir jetzt hier diese Inventare öffnen, dann wird das einfach in die Chests gepackt und wird darin gespeichert, weil wir werden das gleich so machen, dass wir nicht das Inventar der Kiste öffnen, dann müssen wir es nämlich alles immer vorher füllen, sondern wir öffnen ein Fake-Inventar. So, und daher das Ganze hier, aber relativ simpel also. Genau, und dazu machen wir jetzt diese Liste so. Und dann machen wir jetzt einfach if e.getClickBlock, kennt ihr aus dem Dingens-Event, nicht gleich null. Dann fragen wir ab if e.getClickBlock getClickBlock getType material chest, also fragen wir ab, ob es eine Kiste ist. Und jetzt fragen wir ab if chests contains key, und da können wir jetzt einfach e.getClickBlock get location. Dann machen wir nämlich nur noch p.point open inventory und da machen wir einfach chests get. So. Und dann machen wir das Ganze dann einfach auf hier rüber. Else erstellen wir sozusagen neues Inventar, weil die Kiste dann noch nicht registriert ist sozusagen. Da machen wir jetzt zum Beispiel. Warum sage ich zum Beispiel? Das ist so dumm. Da machen wir Inventory Inf Bucket.create Inventory. Also Inventory Inf Bucket Create Inventory, genau. Owner haben wir null. Type ist Inventory Type Chest. Und als Title machen wir. Den Title lassen wir raus. Also das. Genau, das geht auch so. Genau. Den Titel, den brauchen wir nämlich nicht. So, und jetzt können wir einfach hier uns einmal ein Random machen. Müssen wir anders machen. Als erstes, also wir machen als erstes Max Items. Int Max Items gleich 3. Maximal Items machen wir 3. Dann machen wir hier oben noch ein Random oben drüber, der wird für uns gleich wichtig sein. Random RND gleich New Random. Und das haben wir dann jetzt hier auch in diesem Fall. So, und jetzt geht es halt nur noch darum, dass abgefragt wird. Wir sagen jetzt also maximal Items haben wir jetzt. Ich sortiere es mal hier nochmal um. Also maximal Items haben wir hier 3. Und jetzt sagen wir halt, wir wollen aber nicht immer nur 3 Items haben, sondern es können auch mal ein Item sein oder es sind mal 2. Machen wir einfach int max-items gleich rnd.nextint max-items plus 1. Das heißt, wir haben theoretisch sogar maximal 4 Items. Aber es geht ja hier 0 bis 3, soweit ich weiß. Oder nicht? Egal. Passt schon. Ich glaube, doch. Doch, genau, es ist immer 1. Es könnte 0 sein, deswegen muss es 1 sein, ne? Also, wir wollen ja eine maximale 1 sagen. So, dann haben wir int i gleich 0. So, und dann machen wir hier while i kleiner max unterstrich items, weil die max, also als erstes das max items ist ja die maximal items Anzahl, die können wir sogar hier mal public static setzen. Damit das hier auch klar ist, public static. Genau, dann ist das hier oben drin. Hier unten ist dann ja nur die Errechnungsgeschichte. Das heißt, hier oben könnt ihr dann jetzt die Max-Items ändern. So, und jetzt könnt ihr einfach, machen wir hier noch ein Public Static Max Stack.
Also maximal Stack Size. Sagen wir, jetzt sind 5. So, und dann machen wir es hier einfach random. RND gleich. Mal kurz, wir haben es schon random. Int Stack gleich RND Next Int. Und machen dann Max Stack plus 1, weil wir nicht einen Stack auf 0 haben wollen. So, und schon sind wir an diesem Punkt angelangt. Genau. Sind wir an diesem Punkt angelangt, wo wir jetzt schon diesen Stack haben, also wie viele Sachen das sind. So, und jetzt machen wir einfach nur noch, machen wir dann inf und add.setItem. SetItem. Und da fällt mir gerade auf, dass ich so noch einen Fehler gemacht habe. Genau, itemStack muss dahin, da machen wir es einfach utils. GetItems. Und da machen wir jetzt Stack. So, jetzt kriegen wir halt, das ist hier die Anzahl, das hatten wir vorhin ja schon geklärt. So, und hier hinten kommt jetzt eine Zahl hin, da machen wir nochmal in Slot gleich rnd.nextInt 27 plus 1. Damit haben wir jetzt unseren Slot theoretisch, wenn ich mich jetzt nicht täusche. So, und damit haben wir Slot. Und ich glaube. Ach, okay. Get. Und da machen wir hier uns nochmal. Das ist ja richtig spaßig hier. Viel zu tun. Genau, hier müssen wir nämlich noch das Ganze errechnen. Das erkläre ich jetzt auch nochmal gleich, aber ich mache das eben schnell rein. Size. Und hier kommt dann Item rein. So, warum haben wir das jetzt gemacht, damit ihr es versteht? Genau. Also, was habe ich jetzt genau gemacht? Wir haben jetzt einmal int-item. Das ist ein next-int aus, da muss das weg, aus dieser Liste. Aus der Liste, die wir hier haben, utils, so. Und das ist jetzt zum Beispiel, sagen wir, warte kurz, wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, theoretisch 0 bis 8 ist da drin. So, und hier nehmen wir jetzt aus der Size, also das ist ja die Länge, machen wir den Random. Das heißt, der Random ist dann, die Size ist jetzt 8, 9. Der macht dann Random aus 9, das ist 0 bis 8. Und darüber erhalten wir dann wieder unser Item. So, und hier haben wir dann Slot und setzen das auf einen Random Slot. Der Slot ist der Random errechnet hier. Also relativ simpel. So, und jetzt hätten wir dann hier diese Weiterschleife. Das heißt, solange i kleiner ist, deswegen müssen wir auch hier i++ machen. Solange i kleiner als max-items ist, kriegt i einen dazu und das Ganze wird gesetzt. Und das geht dann erstmal in der Schleife und dann irgendwann ist er fertig. Und dann machen wir einfach nur, machen wir einfach chests, put, e-point, get click block und get location. Und als value packen wir da rein das inf. So. Und dann machen wir p-point open inventory inf. So, jetzt fragt sich jeder so, mal kurz, warum ist das nicht cancelled? Weil ich das vergessen habe. Also hier noch einmal eben kurz canceln. Das heißt, das sind wir, also jetzt einmal zur ganzen Erklärung, wo wir jetzt das Ganze haben. So, wenn der Block nicht 0 ist, also dann fragt er weiter ab. Wenn der Block in den Chest ist, dann fragt er ab, ob die Location schon in Chests enthalten ist. Wenn ja, öffnet er das Inventar aus Chests, was wir vorher abgespeichert haben. Sonst cancelt er das Event. Genau, hier muss es auch gecancelt werden. Ganz intelligent. Cancelt er das Event. Dann erstellt er ein neues Inventar mit dem Typ Chest. Mal hier ist der, unser Random. Dann Max Items errechnet er, wie viele Items es insgesamt geben soll in dieser Truhe. Das ist dann halt aus unseren Max Items. Machen wir es so mal auf 6. Random aus 6. Und dann kommt diese Y-Schleife, solange i, also werden die Items gesetzt, solange i halt kleiner als Max-Items ist. Das heißt, so viele Items, wie in Max-Items drinsteht, werden gesetzt. Und hierüber wird dann errechnet, welches Item das wird jedes Mal random gepackt. Das heißt, also, wir können theoretisch doppelte Items bekommen. Das Ganze lernen wir aber dann gleich. So, Verschnaufspause. So, und genau. Und dann packen wir noch in Chests die Location mit dem Inventar rein, so dass wir es gegebenenfalls hier oben wieder abfragen können. Und dann öffnen wir unser Inventar. Das Inventar wird halt Lifetime abgespannt. So, und damit hätten wir den Teil schon. Und der Dingens müssen wir hier noch, haben wir nämlich den hier schon in Setup, genau, Setup muss Insert Listener. Genau, das wird später für uns relevant sein, weil das Ganze hier voller werden wird. So, jetzt müssen wir einfach nur noch hier Setup
reinpacken. Utils.setup. Genau, so, jetzt haben wir das Ganze. Jetzt müssen wir hier einmal eben kurz new und dann hier untilted file. Und hier muss author nee, kurz. Jetzt muss ich mal selbst konzentrieren. Was war es? Name. Name ist is Tutorial. Author ist YellowPhoenix18. Und Main. Ich glaube, das sind eigentlich die relevanten Sachen. Kann sein, dass ich irgendwas vergessen habe und wird das gleich auffallen. D.YellowPhoenix18.Tutorial Main.Tutorial. So, und damit haben wir jetzt das Ganze. Und die speichern wir als Plugin.yml hier drin. Und okay. So, und schon ist das Problem gelöst. Das Ganze steht jetzt da drin und wir können es exportieren. Als Java und als Java-File. So. Toll, Bros. So, wo speichern wir das? Gehen wir auf den Desktop, gehen in. Wo ist denn mein Test-Server? Da ist Test-Server. Gehen in Plugins und da sind noch zwei Sachen drin. Da machen wir es hier unter Tutorial. Speichern. Finish. So, jetzt gucken wir eben einmal kurz, ob er es abgespeichert. Da haben wir jetzt hier einmal in unserem Test-Server. Plugins und das Ganze wieder rausgelöscht, gelöscht. Das auch. Jetzt ist es nur unser reiner Testserver und dann starten wir den. Jetzt müssen wir eben kurz warten. Wenn das funktioniert, sollte aber das Ganze gleich laden. Mal eben kurz gucken. So, und es kam ein Fehler. Da, could not load version is not defined. Oh, ich sagte ja, was habe ich vergessen? So, exportieren wir nochmal. Reloaden wir mal. Diesmal hat er alles richtig geladen. Hier sollte auch Tutorial Enabling Tutorial. Okay. Jetzt gehen wir in Multiplayer und da ist unser Testserver und da drücken wir einmal kurz drauf. So, und hier habe ich noch alle andere Items. Die setze ich mir einfach hier hoch. Day slash timeset one. Slash Plugins, sehen wir Tutorial. Dann haben wir jetzt hier mal Kisten, slash Game Mode 1. So, und jetzt nehmen wir mal uns einfach ein paar Chests, gehen wieder in Game Mode 0 und verteilen diese Chests. Ja, und theoretisch könnte ich jetzt wieder so eine Kiste erstellen und die wird befüllt. Und das Ganze, die Methode ist aus meiner Sicht auch nur möglich eigentlich für Survival Games. Aber ihr seht, genau, er öffnet das Inventar. Und wir fangen jetzt hier rein und jetzt öffnen wir es und es geht. Ne? Hier ist es auch so. Funktioniert alles einmal frei und jetzt wird es halt immer gefüllt. So, jetzt ist halt, seht ihr auch über andere Füllung. Und ich kriege die Kisten irgendwie nicht geöffnet. Oder mein Server hier ist ein bisschen langsam, kann auch sein. Und ihr seht, das ist noch ein bisschen scheiße gefüllt. So, und das Ganze können wir aber auch noch lösen, indem wir es einfach mal slash clear. Ich kann es jetzt mal wieder reinfüllen. Slash clear machen. Das verbessern wir jetzt einfach mal, indem wir hier. Oh Mann, wir sind jetzt hier schon bei 18 Minuten. Also ich würde sagen, machen wir jetzt nur noch die eine Verbesserung. Machen wir es so, dass jetzt ist es ja echt sehr groß. So, jetzt machen wir es einfach so, dass wir hier noch ein paar mehr reinfüllen. Also bestimmte Items, die jetzt häufiger sein sollen, zum Beispiel Apple, füllen wir häufiger rein. Der Goldingot soll häufiger kommen. So, und jetzt machen wir noch mal so ein paar Items, die wir noch reinfüllen. Damit wir jetzt echt wirklich eine höhere Anzahl haben, dann wird das auch nicht mehr sich so doppeln. Das kann ich jetzt schon garantieren. Machen wir hier einfach Gold X. Dann machen wir hier Gold Leggings. Gold Boots. Und Gold Sword. Ich garantiere euch, das wird sich umso mehr Items, ihr da drin habt, leeren. Ansonsten können wir es aber später auch noch mal, werde ich im 2.0 Update machen für den Chess Listener, verbessern. Dazu machen wir jetzt hier noch Hemd und Ho. So, das ist das Länge, jetzt sind mehr Items da drin und ich garantiere euch, wie ich jetzt einfach die ganze Zeit garantiere sage, und ihr meldet einen Fehler. Entschuldigung, jetzt muss ich sogar noch mal drauf achten, das ist jetzt hier, das ist nicht gut. Play Interact Event could not pass Event Exception. Call Event Executor
Müssen wir nochmal gucken. Reload. Ich guck gleich nochmal. Ich öffne jetzt eine Kiste. Ah, okay. Das lädt etwas lange. Und da kommt auch ein Fehler. Das heißt, es futet das dann. Warum lädt es so lange? Das können wir jetzt mal nachgucken. Warum das so lange braucht. Vielleicht können wir nicht hier einen String machen. String. Und to string und to string. Jetzt wurde ich glaube nämlich, dass es mit to string deutlich schneller laden sollte. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher, deswegen versuchen wir es jetzt einfach mal. Und auch vielleicht saver ist, aber mal gucken. Weil mit der Location muss es, glaube ich, immer mit Equals abgefragt werden und das ist dann ein bisschen nervig. So, jetzt reloaden wir es. Ach, das Reload haben wir schon. Ja, jetzt öffnet es auch einwandfreier, wie ihr seht. Und einmal gucken. Es kommen auch keine Fehler mehr. Perfekt. So, und wenn ihr jetzt hier drauf achtet, ich öffne jetzt mal wieder die Kiste. Die Chance, dass jetzt was doppelt kommt, ist jetzt deutlich geringer als vorher. Hier ist jetzt nur ein Goldhelm drin. Hier ist es auch jetzt relativ mixed up. So, und wenn ihr es noch weniger haben wollt, machen wir das dann nochmal im zweiten Tutorial, im Chest Find, im Chest Lister 2.0. Jetzt ist noch mal den nicht drauf, okay. Dazu könnt ihr dann einfach jetzt in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch eine Folge wollt von diesem Chest Listener. Und dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß auf diesem Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, und wie ihr sicherlich mitbekommen habt, konntet ihr sehen, wie ich gerade richtig gefailt habe und einfach mal durch meinen Open Broadcaster nicht Minecraft aufgenommen habe. Daher ist es jetzt so, dass ich das Ganze hier nochmal nachträglich aufnehme, damit ihr auch seht, wie das Ganze funktioniert. Dazu cleare ich aber mein Inventory, reloade den Server und hier seht ihr es jetzt, ne? Man kriegt jetzt hier diese Items, die wir reingesetzt haben. So, hier überall alles zu sehen. Also es funktioniert einwandfrei. Fehler gibt es auch keine. Da werde ich demnächst auch nochmal das irgendwie anders machen, dass es den Desktop oder so aufnimmt. Das werde ich nochmal konfigurieren müssen. Ich bedanke mich erstmal nochmal fürs Zusehen und entschuldige mich hier für diesen Fehler. Wird bei den nächsten Videos nicht mehr kommen, dann muss ich das halt anders abtrennen. Ja gut, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.